So, Freunde, willkommen zu einem neuen Part von Blattgrün. Wisst ihr, wo ich hier bin? Natürlich wisst ihr das. Ich bin jetzt wieder am Glutberg, denn man konnte doch schon zu Lavados gehen. Ist das nicht fantastisch? Es tut mir so leid. Na gut, Glutberg. Diese Höhle habe ich nämlich beim letzten Mal übersehen. Also werden wir uns in diesem Part Lavados holen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Aber ich denke, das wird klappen. Ich bin da sehr positiv aufgeschlossen. So, genau. Erstmal lernen, die Sätze richtig zu Ende zu bringen, nicht wahr? So, Glutberg. Was haben wir denn hier? Okay. Guck ich mir später an. Okay, der Schutz wirkt nicht mehr. Gibt es irgendwie ein Item? Da ist ein Item. Wie kommen wir an das Item? Okay. Ein bisschen skippen. Los, Nidorina. Okay. Schieben! Okay. Gut, dieser Fels ist zerbrechlich. Ach so, okay. Ich weiß, wie das geht. Scheiße. Ich wusste es. Genau, manche Pokémon tarnen sich ja wirklich als Steine. Na gut, Doppelkick. Bams. Übrigens habe ich, wir werden in diesem Part, ich werde es versuchen, werden wir in diesem Part noch den 8. Arena-Leiter besiegen. Aber ich habe im letzten Part die Pokémon trainiert, vor allem Ultrigaria. Ich meine, guckt euch das mal an. Level 50. Ja, aber wisst ihr, woran das liegt? Ich hatte eigentlich schon im letzten Part vor, den Arena-Leiter zu machen. Ich habe es auch aufgenommen, bis sich meine Kamera da wieder verabschiedet hat. Toll, nicht wahr? Deswegen habe ich schon alle Trainer da besiegt. Alle. Na gut. Aber das kostet dann in meiner Nachricht nicht wieder so viel Zeit. So, ein Feuerstein, den können wir auch wieder schön verkaufen. Okay, was gibt's denn hier noch so? Irgendwas Interessantes, das ist noch ein Item. Ein Hyperball, den könnten wir nachher noch gebrauchen. Gut. So. Ab hier können wir übrigens kein Fliegen mehr einsetzen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Das ist ja echt so, wenn man bei manchen Pokémon-Spielen zu hoch oben ist, kann man keine, also an bestimmten Orten, kann man kein Fliegen mehr einsetzen. Wieso? So, und da seht ihr schon, da ist Lavados. Episch. Früher auf den alten Pokémon-Spielen war das erst in der Siegelstraße, aber hier ist es auf diesen Islands. Und meine Stimme ist heute sehr kratzig. Oh mein Gott, wir haben schon 22,5 Stunden gespielt. Okay, Leute, ich habe gespeichert. Jetzt wähle ich kurz ein anderes Pokémon aus. Nicht Turtok. Oder doch Turtok. Ja, wobei, ja, komm, ich nehme Turtok. Wegen Biss und Rückkehr und so. Das wird schon gut gehen. Okay, los geht's. Das letzte legendäre Vogel-Pokémon. Lavados. Cool. Los, Turtok. Rückkehr. Wenn ich Aquavelle oder was benutze, ist Lavados ja vielleicht sogar schon direkt besiegt. Ich habe keine Ahnung. Wobei Aquavelle kann schon sein, dass das übersteht. Okay, Flammenwurf. Na, vielleicht wird das mit dem Arena-Leiter doch noch ein bisschen knapp. Boah. Obwohl es nicht sehr effektiv ist, haut es doch relativ rein. Nochmal Rückkehr. Ah, ich muss jetzt ein bisschen skippen. Nochmal Rückkehr. Oder nicht skippen. Nee, ist viel zu episch dafür. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Biss benutze, ob es dann down ist. Ich hoffe mal nicht. Feuerwirbel, ey. Ist genauso lässig wie Wickel oder Klammergriff oder was. Biss, komm schon. Oh, gut. Das müsste reichen. Okay, also benutzen wir mal ein paar Pokebälle. Okay, wir haben 20 Hyperbälle, 18 Superbälle und den Meisterball, den werde ich aber nicht benutzen. Also los! Dumm, 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 dumm. Eins. Ah, okay. Shit. Ich merke jetzt schon, da muss ich leider skippen. So wie bei Arctos. Ich könnte Ultrigaria versuchen, aber es ist halt schwierig gegen Feuer-Pokémon. Okay, Superball habe ich nicht erwartet, dass es funktioniert. Pikachus Statik bringt mir auch nichts, weil weil Lavados benutzt keine Attacken, die physisch angreifen. Ja, und Nidorina ist im Grunde genauso. Und selbst wenn ich Gifthorn hinkriegen würde. Ach, scheiße, Mann. Ja, Lavados wäre dann einfach zu schnell besiegt und das will ich nicht. Kommt schon. Dum, dum, dum. Eins. Oh Mann, maximal ein. Okay, dann versuche ich mal noch ein bisschen. Okay, doch, ich nehme jetzt Ultrigaria. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert. Ich werde Ultrigaria übrigens auch. Ach, ich kann nicht wechseln wegen Feuerwirbel. Okay, das ist natürlich scheiße. Nehme ich nochmal einen Superball. Yes. Ach, so eine Scheiße, Mann. Ausdauer. Aber ich will nicht meinen Meisterball verschwenden. Den will ich mir für Mewtwo irgendwann aufsparen. Ach, fuck, Mann.
Ja, doch, ich werde dafür sorgen, dass Fotokristall drauf geht, damit ich Ultrigarier dann benutzen kann. Mann! Meine Fresse! Totok! Bleib drin, Mann! Mensch, Lavados! Puh, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das mit Ultrigarier funktioniert, dass Schlafbruder dann trifft. Los! Komm schon! Okay, Ausdauer. Jetzt kommt Ultrigarier. Ja! Sehr gut! Okay, mal Rasierblatt. Das war knapp. So, Hyperball. Typ. Was zur Hölle? Oh fuck. Oh fuck. Das ist schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Oh, nein, 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 nicht Rasierblatt. Oh fuck. Ich war noch nie so froh darüber, dass ein Pokémon von mir K.O. gegangen ist. Scheiße. Ja, was jetzt? Meine Fresse, ich habe keine Ahnung. Ach, mit Zaubers. Ich kann nicht noch mehr Damage verursachen. Und Hyperball ist im Grunde der beste Ball im Spiel. Komm schon. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich wieder einen Cut machen, dass ich es dann fange. Mann, ey. Ist ja genauso schlimm wie mit Arctos. Wobei mit Arctos habe ich noch so eine gewisse Hoffnung. Nee, ich muss auf Ultrigarier eigentlich zurückgreifen mit Schlafpuder, sonst geht das nicht. Schön, mich jetzt wieder belebe, sobald ich einen finde. Ah, die sind ganz oben, ne? Ganz oben. Ah, da sind sie. Nee, also ohne Ultrigarias Schlafpuder komme ich da nicht allzu weit. Scheiße, Mann, ey. Na, Superball. Ist doch kacke. Eins, zwei. Ah! Ja, aber dass der Superweiser wieder am besten war, ey. Ich wette, wenn ich jetzt Ultrigarier reinschicke, dann kommt Feuerwirbel oder Flammenwurf. Ich wette darauf. Ja, okay, gut, Feuerwirbel geht noch. Ich hab nichts gesagt. Na. Es war so offensichtlich. Hey, dieser Part muss so langweilig sein, ja? Los, Taubos! Ich wollte noch den Arenaleiter in diesem Part machen, ne? Das kann ich mir wohl abschminken. Dass die Hyperbälle aber so gar nicht funktionieren, ja? Hey, ich hätte mir vielleicht normale Pokebälle mitnehmen sollen. Meine Fresse, mir gehen die Bälle aus. Ach komm doch, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Wow, ach fuck. Das regt mich jetzt auf. Nehme ich nochmal Beleber. Oh, soll ich vielleicht doch jetzt einfach einen Cut machen? Das ist ja echt langweilig. So, Taubos ist jetzt besiegt. Versuche ich es jetzt mit Ultrigarier. Nochmal. Komm schon, schlaf, Bruder. Okay, okay. Alles in Ordnung. Nicht angreifen. So, Hyperball. Das ist doch nicht normal. Ich denke mal, das Spiel hasst mich bei sowas. Ach, meine Fresse, ey. Das kann doch nicht sein. Nochmal Hyperball. In Normalgeschwindigkeit natürlich. Dum, 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 dum. Das ist nicht normal. Das kann überhaupt nicht sein. Oh, Leute, wisst ihr was? Das ist mir langsam zu blöd. Ich mache jetzt einen Cut. Wenn ich das Pokémon habe, dann mache ich weiter. Ist jetzt scheiße, aber das klappt nicht anders. Es dauert einfach zu lange. Na gut, Leute. Bis gleich. Ach, scheiße, Leute. Ich hab's nicht geschafft. Lavados war einfach zu stark. Aber ich werde es gleich nochmal versuchen. Doch diesmal, ja, werde ich mich vorbereiten. Hab schon ein paar Pokébälle geholt, aber ich werde jetzt noch ein paar Sachen hier verkaufen. Und dann geht's richtig los. So, Items. Wir haben ja zigtausend Items hier, die wir verkaufen können. Die sehr viel Geld bringen. Mondsteine. Warum können wir die nicht verkaufen? Ja, okay. Sternsteuer brauchen wir nicht. Was können wir noch verkaufen? Steine kann man auch irgendwo verkaufen. Wieso können wir die Donnersteine verkaufen, aber nicht die Mondsteine? Ist doch scheiße. Na gut. Donnersteine können wir einverkaufen. Gibt auch ein bisschen Geld. Blattsteine können wir verkaufen. So, was können wir noch verkaufen? Kalzium nicht. Das ganze Zeug nicht. Haben wir nicht noch Nuggets oder so? Sonderbonbon? Nee. So, Zink, Top-Trank, Riesenperle. Jo, 3700. Wasserstein brauchen wir nicht. Können wir auch verkaufen.
Feuerstein brauchen wir auch nicht. So. Und jetzt habe ich nochmal so richtig viele Bälle. So, jetzt nochmal die 30 Hyperbälle. Haben wir 60 und das gleiche nochmal bei den Superbällen. So. Das wär's. Okay. So, und ich werde jetzt Ortigaria weiterentwickeln lassen mit dem Blattstein. Den wir ja hoffentlich noch irgendwo haben. Da ist er. Blattstein. So, Ortigaria. Hey, Ortigaria entwickelt sich. Und? Glückwunsch, Schein Ultrigaria wurde zu Sarzenia. Cool. Okay. Leute, jetzt müssten wir es schaffen. Sarzenia. Okay, gut. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich es geschafft habe. Okay, alles gut. Wünscht mir Glück. Oh, Leute, seht ihr das? Toll, Lava, das wurde gefangen. Ich hab's geschafft. Ich hab's endlich geschafft. Es hat mich zwar wieder fast die Hälfte meiner Pokébälle gekostet, aber wir haben es geschafft. Jetzt haben wir alle drei legendären Vogel-Pokémon. Dieses Pokémon ist der legendäre Feuervogel. Sein Flügelschlag entfacht ein helles Feuermeer. Wir haben es geschafft, Leute. Lava, das ist unser. Okay, ich muss jetzt hier weg. Das machen meine Nerven nicht weiter mit. So, im nächsten Part werden wir uns dann dem Arenaleiter widmen. Dem letzten Arenaleiter. Und dann geht's auch schon zur Pokémon-Liga. Und dann haben wir das Spiel auch bald durch. Ich werde jetzt ja... demnächst mehr Pokémon zocken. Damit wir das Spiel bald durch haben. Denn dann kann ich mich wieder ein bisschen mehr auf die anderen beiden Projekte konzentrieren. Und das wird cool. Okay, Leute. Also dann. Nächster Part. 8. Arenaleiter. Okay. Ciao.